Und ich kann es immer noch nicht fassen. Motiviert bin ich noch auf jeden Fall. Es ist Sonntag und es ist 5 Uhr morgens. Ich bin jetzt schon, ja, gute Viertelstunde, halbe Stunde wach. Nicht ganz so einfach, gerade wegen dem Schichtdienst, weil der Nachtdienst, der haut mich einfach voll aus den Latschen, macht voll den Biorhythmus kaputt und ich ziehe es echt durch. Ich bin echt motiviert. Zu gerne hätte ich eine Putzfrau, aber ab und an mal muss man auch als Mann zu Hause mal einen Boden wischen oder mal einen Staub wischen, wie auch immer. Sitz. Super, ist ja fein. Los. Bis unser Jagdhund. Geh jagen. Ich habe jetzt hier gerade einen schönen Hochsitz gefunden. In dem heutigen Vlog soll es darum gehen, Kuh, Hund oder Hirsch. Boah, alles voller Stacheln hier, habe ich eben nicht gesehen. Also Lucy ist ein Madjar-Wischler-Weibchen und ist im April 21 geboren, von daher noch sehr, sehr jung, sehr, sehr verspielt. Aber das ist eine Hunderasse, die zum Jagen genutzt wird oder ursprünglich genutzt wurde. Diese Hunderasse, die stammt ursprünglich aus Ungarn. Die wurde ursprünglich genutzt zur Geflügeljagd. Da wurde der Hunderasse Madjar-Wischler eben das Vorstehen beigebracht. Deswegen nennt man das auch einen Vorstehhund. Das heißt, man dappt quasi so durch die Dünen und sobald der Hund Gefieder wittert, stellt sich der Hund quasi auf. Die Schnauze nach vorne, die Rute steht hinten raus und eine Pfote hoch und zeigt ja quasi an, wo es was zu fressen gibt. Ihr wisst es, ich hatte früher die Maya und Maya waren Samoyedenweibchen. Ist ein Hund eigentlich für alles, ein Familienhund, wurde auch zur Jagd genutzt. Samoyeden wurden früher auch als Hirtenhunde genutzt. Die ist einfach so von uns gegangen, von jetzt auf gleich. Die hat angefangen zu pinzen, hat sich hingelegt, hat ein bisschen gezittert wie ein Krampfanfall oder keine Ahnung, irgendeine Herzattacke, ein Herzinfarkt oder so oder ähnliches. Und Zunge blau und weg war sie. Ich habe mir am Anfang gedacht, hey, wenn ich einen Hund habe, dann zwingt mich der Hund quasi rauszugehen und ja, mich ein bisschen mehr zu bewegen, mehr Sport zu treiben. Ja, jedenfalls sollte es bei mir eine gute Mischung werden zwischen einem Familienhund, einem sportlichen Hund, dem man auch recht schnell was beibringen kann. Ja, wenn ich mir das so anschaue, diese drei wesentlichen Punkte, dann ist halt der Wischler, das stand halt mittendrin. Und zum anderen ist der Hund auch noch mega, mega hübsch in meinen Augen. Ah ja. Ja, jetzt versaust du mich gleich wieder. Komm, wir gehen weiter. Zack, schon bin ich schmutzig. Deswegen immer schöne Klamotten dabei haben, die auch ein bisschen was aushalten. Übrigens, diese Revolution-Klamotten, mir ist aufgefallen, wenn die so ein bisschen dreckig sind, kannst du auch quasi so ein bisschen abklopfen, das war's. dann nutze ich die Sachen, beziehungsweise die Jacke zumindest, die nutze ich dann gleich weiter. Steck sie nicht gleich in die Waschmaschine.
kannst du vorstehen? Ist was gewittert? Genau so schaut es dann normalerweise aus beim Vorstehen, nur dass der Schwanz eben hinten gestreckt ist. Also hier hat sich mal jemand für den Winter schön eingedeckt mit ein bisschen Brennholz. Ach du heilige Scheiße, ey. Um so viel Brennholz vorzubereiten, also das schaffst du auch ein gutes Jahr, wenn man jetzt keine großartigen Gerätschaften hat. Mit einem Bulldog und mit einer Spaltmaschine und so weiter. Ja, schaut mal. Ja, das sieht schon recht trocken aus. Hier haben wir noch ein bisschen Buche. Das ist Buche. Und Buche ist meiner Meinung nach... Buche ist meiner Meinung nach ziemlich das beste Brennholz, was es gibt. Buche hat eine recht große Dichte. Brennt dadurch sehr lange, verpufft quasi nicht sonderlich schnell und die Hitze, die dadurch entsteht, ist einfach eine Bombe. Wenn man beim Förster Buche bekommt, dann sind die, ja, ich würde es mal sagen, so 30 cm stark, und so 30 cm starke Buche lässt sich sauber spalten, recht gut sogar spalten. Man sieht, dem Hund kann man schon was beibringen. Ich meine, die ist jetzt circa ein halbes Jahr alt, aber mega aktiv, sehr lernfreudig, macht im Grunde genommen alles mit, selbst die Angeltour, ich hatte sie damals abgeholt. Und da war sie ja 10 Wochen, glaube ich, so dieser normale Standard eben. Dann hat man sie eine Woche zu Hause und ja, dann habe ich halt Bock gehabt zum Welsangeln und hab dann quasi einen 11 Wochen alten Welpen mit zum Welsangeln genommen eine ganze Nacht. Und ja, das hatte sie ganz gut gemacht. Sie hat jetzt schon keine Angst vor dem Boot und nichts, macht es einfach echt genial, echt super. Super Hund. Dann jetzt mal zu der Frage, die mir schon ein paar Mal gestellt wurde. Ist der Hund denn familientauglich? Und ich muss eindeutig sagen, definitiv. Also meine Erfahrung mit der Lucy jetzt hier, ich meine, jeder Hund ist ja ein Individuum. Jedes Lebewesen ist ein Individuum. Und das heißt ja noch lange nicht, dass wenn die Lucy jetzt ein schöner Familienhund ist, dass jeder Wischler ein guter Familienhund ist. Das bedeutet es natürlich nicht. Aber die Erfahrung jetzt in diesem halben Dreivierteljahr, wie wir sie haben, ist einfach nur super familienfreundlich. Worauf man definitiv allerdings aufpassen muss, ist gerade so Kleinkindern. Also meine Kleine, die kann mit ihr alles anschauen. Die zieht ihr die Ohren lang, den Schwanz lang. Also die treibt mit der wirklich jeden Shit. Aber sie lässt sich halt alles... Bin ich jetzt schon zu weit? Irgendwo soll es hier nach links abgehen. Aber was ich sagen möchte ist, dass der Hund halt doch sehr aktiv ist und eben viel Auslauf braucht und viel Kopftraining vor allem. Und wenn der Hund jetzt mal, keine Ahnung, an einem Tag jetzt nicht sonderlich ausgelastet ist, dann springt sie zu Hause natürlich extrem rum. Und dieses Rumspringen ist halt mit kleinen Kindern ein bisschen gefährlich. Also es ist uns schon mal passiert, dass ich glaube, es war sogar auch unterwegs in den Kindergarten. Die Lucy hat sich halt mega gefreut, dass sie halt rauskam und früh morgens da ist sie da rumgesprungen wie die Wilde und hat halt die Kleine quasi umgeboxt. Ja, gibt's halt auch so Momente. Ich finde allerdings, es gehört auch dazu, dass man, wenn man kleine Kinder hat, die Kinder eben auch darüber unterrichtet, dass man aufpassen muss und nicht unbedingt jetzt die Ohren lang ziehen und dass es halt doch noch ein Hund ist, das darf man halt nicht vergessen, egal wie zutraulich, egal wie sie sich freut um einen. Und ich meine, ich laufe jetzt hier eigentlich die ganze Zeit ohne Leine, super. Und sobald ich mal stehen bleibe, so wie jetzt, kommt sie halt. Super Lucy, fein, super, komm. Apropos Leinenführigkeit, Lucy und Leine, das versteht sich einfach nicht. Also an der Leine kann sie einfach nicht laufen. Wenn ich mit ihr jetzt so wie hier durch den Wald laufe oder über ein Feld,
ohne Leine, dann habe ich mit ihr quasi diese, man nennt es diese unsichtbare oder diese imaginäre Leine, weil ich bin mit ihr von klein auf, so wie ich sie abgeholt habe, bin ich mit ihr schon ohne Leine gelaufen. Und das macht sie echt super. Ich muss sie nur einmal rufen, dann kommt sie sofort gerannt. Also Abruftraining braucht man da großartig nicht machen, aber mit der Leine ist halt ultra schwierig. Schon vieles ausprobiert, Hundeschule und YouTube-Tutorials angeschaut und versucht das Ganze auch umzusetzen und sehr konsequent auch, aber ist halt super, super schwierig. Aber gut, ist ja halt auch noch ein Junghund und es fallen ja keine Meister vom Himmel, so, wie man so schön sagt. Von daher, mir macht es jetzt nichts aus, ich kann damit umgehen und wenn man Leckerlis dabei hat, dann läuft sie schön brav bei Fuß. Los! So viel zum Thema Wischler. Aber gut, jetzt haben wir genug gelabert, glaube ich, in dem Video über Wischler. Ich bin auf jeden Fall super happy und ich würde mir einen Wischler definitiv noch einmal holen. Super. Komm. Super. Ja, fein. Super. Ausgetrickst. Kein Leckerli dabei. Super. Der Jump hat jetzt aber Leckerli verdient, Mensch. Fast hat sie ihn bekommen. Super. Bleib stehen, du bleibst auch stehen. Leckerchen. Freunde, das ist jetzt Vlog Nummer 5. Ich halte es durch, ich stehe jeden Morgen. Ah, okay, 4:30 geht immer der Wecker, aber so kurz nach. Beziehungsweise spätestens 4:45 stehe ich dann doch auf. Ich halte es definitiv durch. Jetzt am Wochenende habe ich mal trainingsfreie Zeit, weil ich sonst jeden Tag trainiert habe, manchmal sogar zweimal am Tag, morgens und abends. Jo, aber schreibt ihr gerade nochmal runter in die Kommentare, wie ihr diese Vlogs findet. Habt ihr irgendwelche Anregungen, Interessen? Mich würde eure Meinung definitiv interessieren. Ich schaue zu, dass ihr die nächsten Tage auch noch gut an Content ein bisschen was bekommt. Und ich gehe jetzt mit der Lucy nochmal weiter. Und Lucy, komm her. Komm! Super! Braver Hund! Komm, gleich hergeschossen. Ich gebe mit der Lucy jetzt noch ein Stückchen weiter. Danach geht's nach Hause.